Okay, ein tolles Krankenhaus und ich sollte das wissen, denn ich war da. Ihnen wurde ein Bonus von 1500 gewährt. Ruf, Öffentlichkeit, schön, schön, jada, jada. Gut, ich muss, komm. Haut, haut rein. Warum ist denen kalt? Ich frag mich, warum es denen kalt ist. Theoretisch dürfte es ja nicht kalt sein. Wieder eine Ratte, wieder eine Ratte. Ich glaube, ich mache mal hier ein bisschen die Warteschlangen kleiner. Okay, da verreckt mir gerade einer weg. Ich gehe nochmal gucken. Oh, natürlich ist noch jemand gestorben. Und noch jemand ist gestorben. Was ist das? Welche Maschine? Am langsamsten. Welche Maschine denn? Höchste Eisenbahn, ein Handlanger muss ihre Maschine reparieren. Die sieht doch noch gut aus. Ich habe wieder ziemlich viel Geld. Nice. Oh, guck mal, das Rad. Bumm, tot. Maximale Geschwindigkeit. Ey, komm, wir hauen rein, ey. Ich brauche, glaube ich, noch einen Handlanger, gell? Hier, Alter. Machen wir mal ein bisschen was. Jetzt muss ich mal gucken. Boah. Nein, renn! Zack, okay, gut. Und warum stirbst du mir fast weg, ey? Okay, gut, aber es sieht schon mal besser aus. Also, wir dürfen hier nicht so viele Patienten in die Warteschlange reinpressen, weil hier wird es nämlich ein bisschen kritisch. Also, du kommst mal ganz nach vorne hin, aber ich glaube nicht mehr, dass ich dich retten kann. Kann ich die irgendwie nach vorne setzen? Ja, okay, gut. Ah ja, gut, der darf Tarnkappe, der muss irgendwie geheilt werden. Wir haben davon drei Stück noch rumliegen, die können. Oh, die verreckt mir auch bald. Wunderbar. Doktor in die Psychiatrie, Ah, bitte. komm, jetzt haben wir einen Doktor. Psychiatrie, bitte. Warum läufst du in der Gegend rum? Okay, pass auf, wir müssen normale Geschwindigkeit. Am langsamsten. Sonst kriege ich es nicht hin. Psychiater, komm schon hier rein. Du gehst da rein. Der Arzt ruckelt darum. Der kommt mal in die Allgemeinmedizin. Und wir haben mal wieder mehr raus. Oh Gott, mein Forscher. Eigentlich sollte der dahin. Okay, gut, wenn der Patient weg ist, setze ich den hier mal da rein. Der ist nämlich ganz, ganz, ganz voll aufgeladen hier. So, okay, und steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Vielleicht sollte ich mehr Diagnoseräume bauen, ey. Ja. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Ja, wir haben nur die eine. Geh da rein. Ist mir egal, ob du irgendwie schlecht gelaunt bist oder sowas. Oh, warum ist der so langsam? Oh, warum ist der so langsam? Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Allgemein Diagnose. Und tschüss. Nein, 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 nein. Es tut mir leid. Ich wollte nicht. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Oh Gott, ich verkack das so hart, ey. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Oh Gott, das sinkt immer mehr. Naja gut, ich würde sagen, ich spule das Ganze mal ein bisschen vor. Ich will jetzt nicht, dass ihr euch das Ganze anseht. Also beziehungsweise, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das Level vielleicht dann doch geschafft habe. Guck sie die an, die Leute da, die da. Immer so faul. Naja, gut, dann
Vielleicht schaffen wir das Level noch. Bis gleich. Okay, gut, dann starten wir doch einfach mal ein neues Krankenhaus. Irgendwie hat es nicht geklappt. Irgendwas habe ich, ich habe es richtig hart verkackt. So, diesmal bauen wir diese Scheißräume nicht zu groß. Gerade so, dass es ausreicht, weil sonst wird mir das einfach zu viel. Sonst kriege ich das nicht hin. Der Typ kriegt ein kleines Büro mit einem kleinen Aktenschrank und einem kleinen Stuhl. Ich baue ihm noch einen Mülleimer rein und eine Pflanze und einen Heizkörper. Der Heizkörper kommt mal hier hinten in die Ecke. Pflanze dahin und der Mülleimer irgendwo dahin. So, damit haben wir unseren ersten Raum. So, die allgemeine Diagnose könnten wir eigentlich, können wir die hier hinbauen? Sollen wir da? Ich weiß es nicht, gell? Ich baue die jetzt dahin einfach mal. Ich versuche mal ein bisschen Platz zu sparen. Bau noch eine Pflanze, einen Heizkörper und einen Mülleimer rein. Okay, gut, dann hätten wir das da. Ich sollte mich auch direkt mal darum kümmern, erstmal einen schönen Platz für die Rezeption zu finden. Die Rezeption ist ein wichtiger Ort. Ich glaube, ich baue die mal direkt hier hinten dran. Und würde sagen, danach kommt vielleicht sogar schon die Station. Ich weiß nicht, ob ich die Station bauen sollte, weil... 83 an 53, bitte. Weil die mir ja doch helfen sollte mit der... Mit der... Warum geht das nicht? Ah, wie baue ich das denn am besten? Das ist schwierig, ey. Ich würde das ja gerne hier vorne hinbauen, aber das ist schwachsinnig. Die Leute laufen da sich total in Knüppel. Ich baue die hier hin, doch. Du kommst mal hier hin, gehst da hin. Wir bauen vielleicht sogar schon eine Station. Aber eigentlich ist die Pharmatheke auch sehr wichtig. Okay, gut, dann baue ich vielleicht hinter der Rezeption einfach ein paar Getränke-Dings hin. Pflanze, Mülleimer, Heizkörper. Ich weiß ja nicht, vielleicht bringen ja die Mülleimer wirklich irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich bräuchte jetzt aber noch was ganz dringend ist. Die Forschungsabteilung baue ich noch nicht. Die baue ich erst in dem anderen. Es hat mir zu viel Platz weggenommen. Ich baue vielleicht deswegen eher mal Psychiatrie, glaube ich, nebendran. Ich habe schon wieder wahrscheinlich verkackt, aber ist mir jetzt auch egal. Ich baue statt dem Bücherregal, dem Skelett, baue ich einen Mülleimer, eine Pflanze und einen Heizkörper. Vielleicht kennen wir das ja schon irgendwo her. Baue die mal dahin, dahin, dahin. Wahrscheinlich beschweren sich die Leute immer noch über klirrende Kälte, ist mir aber egal. Ist mir wirklich jetzt gerade mal egal. Ich baue eine Station nebendran, weil ich glaube, in der Station gehen die Leute hin, um sich auschecken zu lassen. So, kann ich die da hinbauen? Dann könnte ich da noch ganz viele Plätze machen. Vielleicht zum Warten. Ich baue mal noch ein paar Betten rein, einen Mülleimer, eine Pflanze und einen Heizkörper. Ich würde gerne am liebsten die irgendwie in die Ecke hauen. Na, guck mal, können wir die so hinbauen? Dann kommt da ein Bett hin, da ein Bett hin und da ein Bett hin. Und da mal einen Heizkörper hin. Eine Pflanze irgendwo hingestellt. Nein, da kommt keiner hin. Das fällt mir jetzt gerade erst ein. Nein. Ich will die Pflanze haben. Nein.
Shit. Gut, die Pflanze stelle ich mal hier hin. Mitten in den Raum, ist mir egal. Gut, okay. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall ganz viele Bänke. Wir haben viele Leute, die kommen wollen, wahrscheinlich. Ich brauche ganz viele Bänke, dass die sich hinsetzen können und dass die nicht mehr so rumheulen. Wir brauchen zudem auf jeden Fall eine größere Toilette. Viele Leute konnten nicht aufs Klo und eine Entlüftungsanlage auf jeden Fall auch noch. Ist auch noch ganz wichtig. Eine Tür, ein paar Plätzchen, eine Entlüftungsanlage und Mülleimer, Pflanze, Heizkappe. Ah, vielleicht noch ein Feuerlöscher wäre nicht schlecht. Weil die kann kaputt gehen. Okay, gut. Jetzt bauen wir noch eine Toilette hin. Die sollte recht groß sein. Hoffentlich können da ein paar Toiletten Platz nehmen. Wir brauchen nämlich Toiletten. Vielleicht noch 5 Stück. Ich versuche es mal irgendwie, die reinzupressen. Nee, das geht nicht. Also ich kann Waschbecken hier hinknallen. Das ist kein Problem, aber ich brauche unbedingt Toiletten. So. Hoffentlich können die noch zu den Waschbecken da hinten gehen oder beziehungsweise zu den Toiletten. Das werden wir dann bald sehen, ne? Okay, gut. Versuchen wir es einfach mal. Ey, es kann ja nicht schief gehen. Wenn nicht, muss ich eine Toilette abknallen. So, einen Personalraum brauchen wir auf jeden Fall. Ey, boah. Das wird ein harter Job. Ah, noch ein Sofa hin, 2 Fernseher. Sofa. Sofa. Fernseher. Fernseher. Irgendwie halt hin. Heizkörper brauchen. Ah nein, nicht 3 Stück. Einer reicht für das Zimmer. Okay, gut. Dann bräuchten wir noch ganz viele Bänke erstmal. Heute im Angebot Haartransplantationen zum halben Preis. Ja, auch sowas zu sagen, das stimmt nämlich nicht. Bauen jetzt viele Bänke hin. Okay, jetzt habe ich die mitten in den Gang reingebaut, ist mir aber egal, das sieht man nicht. Wir brauchen noch mehr Bänke. So, brauchen wir noch mehr Bänke? Ich glaube, wir bräuchten eigentlich noch ein paar mehr Bänke und ein paar Getränkeautomaten, wäre nicht schlecht. Ich baue die einfach mal hier hinten hin. Und wir bräuchten noch mehr Bänke. Eine Bank geht noch. Sollte eigentlich keiner mehr stehen müssen. Doch, da hinten. Ja, komm, wir könnten da noch ein, 2 Bänke, einen Getränkeautomaten und vielleicht noch einen Heizkörper hinbauen. 1, 2, 1, 2. Okay, gut. Puh, es wird nicht leicht. Heizkörper noch ein paar vielleicht. Einfach mal so mitten in den Gang reingehauen. Gut. Jetzt brauchen wir Personal. Normalen Arzt. Psychiater brauchen wir dann dafür. Wir müssen eigentlich gucken, dass sie alle gut sind. Wäre nicht schlecht, wenn der noch da ist. Wir müssen einfach den mehr bezahlen, weil, also beziehungsweise die dürfen nicht zu wenig erhalten. So, du kommst dahin. Dann sollten wir noch eine Frau, 2 Frauen für einmal Station. Die benötigen nämlich Damen und einmal die hier benötigen Damen. Gut, dann hätten wir jetzt. Die Patienten werden gebeten, ihre Bazillen. Theoretisch das. Ich hau mal die Heizdinger hoch. Plus kaufe ich mir den kleinen Raum hier oben. Damit wir direkt schon mal eine Forschungsabteilung bauen können. Das ist nämlich wichtig, damit wir schnell den Zungenzieher kriegen können. Gut, wir nehmen das hier, soweit war, hauen noch einen Forscher rein. Der Forscher soll erforschen. Nee, das war falsch.
Der Forscher soll erforschen über Behandlungsgeräte. Medikamentenforschung wäre natürlich nicht schlecht. Verbesserungen. Und wenn es nicht passt, dann verbessern wir es. Ne? Spezialforschung. Oh, komm, wir hauen mal da so ein bisschen mehr rein. Gut! Sollten eigentlich fertig sein, fast. Wir hauen jetzt noch mal ein paar Heizkörper hier rein. 1, 2, 3, 4. Die können wir nachher noch weghauen. Gut, aber eigentlich sollte es jetzt stehen. Ich hoffe doch mal, dass diese Art von Krankenhaus besser funktioniert, ne? Wir haben zwar jetzt weniger Geld, aber es sollte jetzt gehen. Schnell! Und damit ist das Krankenhaus eröffnet. So, dann gucken wir mal, wann unser erster Kunde kommt. Oh, jetzt habe ich Handlanger vergessen. Da kommt unsere erste. Sie braucht ganzen 2 Tage dafür. Okay, ich baue einfach direkt schon 3 arschige Handlanger hin. So, du bist meine erste. Du, geh hin und... Wirklich, warum gehen die in die Station? Wir wissen das schon alle, was du hast. Und zwar hast du eine Krankheit, die sich mit einem kleinen Drink... Yes! Und wir haben unseren ersten Patienten geheilt. Und viele weitere Folgen noch. Und ich würde sagen, ich mache einfach mal hier einen Speicherstand. Ich überschreibe einfach. Ich überschreibe mich den alten. Ich mache einfach Beispiel 2. Okay, da ist was Neues. Ihr Team hat eine neue Krankheit entdeckt. Durchfall. Ja, das ist ja auch gut. Okay, gut. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Wir sehen uns dann hoffentlich beim Ende des Levels wieder. Euer Freshflix. Haut rein. Leute, macht's gut. Tschüss. Ach, guck mal da. Und dann ging es auch schon ganz schnell, dass wir die Spitzzungen... Ach, wir haben kein Geld. Okay, wir können sie noch nicht bauen. Egal. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. So, und da sind wir auch wieder zurück. Hoffentlich bald haben wir das Level geschafft. Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch länger dauert. Ich muss jetzt nur noch 10.000, glaube ich, hinkriegen. Und dann haben wir das Level soweit gepackt. Glaube ich. Deswegen warten wir jetzt nur noch, bis es soweit ist. Warum laufen die denn hier rum? Okay, aber diesmal klappt es doch schon um einiges besser. Also ich hätte es jetzt echt nicht gedacht. Jetzt heißt es nur noch auf das Geld warten. Und dann haben wir es geschafft. Komm schon. Also momentan läuft es echt gut. Ich habe jetzt, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten oder sowas das geschafft. So, jetzt sollte ich es eigentlich gepackt haben. Ich bin zwar auf der Verliererliste Platz 1. Ich verstehe es nicht. Oder vielleicht auch der letzte Platz auf der Verliererliste. Aber dafür habe ich jetzt gut Kohle. 3 Ableben hatte ich bisher. Also direkt, glaube ich, der erste ist schon direkt verreckt gewesen. Und sonst eigentlich klappt es ganz gut. Ich hoffe doch mal, dass jetzt ausreicht. Und ich habe es geschafft, das Level. Yes! Hallo, Freshflix. Oder hallo, Freshflix. Klasse, Sie haben exzellente Fortschritte gemacht. Wir haben ein neues Krankenhaus gefunden, in dem Sie die Leitung übernehmen könnten. Sind Sie bereit? Sie müssen das Angebot nicht annehmen. Aber die Mühe wird sich lohnen. Sie werden ein Gehalt von 31.252 erhalten. Möchten Sie die Stelle am Großburg-Krankenhaus? Ja, ich würde gerne diese Stelle haben. Oh, damit hätten wir das soweit geschafft. Endlich. Endlich. Und es war nur das zweite Level. Leute. Oh, es scheint so anstrengend zu sein. Aber gut, jetzt haben wir es dann doch gepackt. Was ist denn hier los? Warum ist das... Warum bin ich... Ah, oh. Ah, okay, gut, jetzt... Nee, doch nicht, hä? Okay, gut, jetzt schnell die Spielgeschwindigkeit am langsamsten hauen. Und gucken uns nochmal unsere neue Karte an, wie unser Krankenhaus aussieht. Wir haben hier das, wir haben das, das, das und das.
Wir müssen diese Runde natürlich eine Abteilung namens Station bauen und auch eine Chirurgie. Doch, das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge erst sehen, weil ich brauche jetzt erstmal eine kleine Pause. Das war mir zu viel Aufregung. Ich habe jetzt insgesamt, ja, eine Stunde aufgenommen für ein Level, was insgesamt nur eigentlich 15 Minuten hätte dauern sollen. Aber da wir den ersten Versuch so verkackt haben, ja, nicht wir, Entschuldigung, ich habe ihn sehr verkackt. Deswegen, was will man machen? Na, was will man machen? Aber gut, ich sehe euch dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Euer Frischflix. Bleibt fresh, alle. Haut rein. Macht's gut.